Hallo zusammen, ich bin heute mit einem leckeren Gericht aus meiner Kindheit, Galbzi. Es ist schnell, nicht schwer und unglaublich lecker, probier das auf jeden Fall. Mit dem Messer rund um den Strunk vier tiefe senkrechte Schnitte setzen. Kohlkopf in der Mikrowelle reinstellen. Mikrowelle auf der höchsten Stufe 8 Minuten einschalten. Nach Ablauf der Zeit lösen sich die Blätter von alleine ab. Zwiebeln kleine Würfel schneiden, Karotten grob reiben. In einer Pfanne Zwiebeln mit Karotten und Butter etwas anbraten. Die Hälfte mit Hackfleisch und gekochter Reis zusammenmischen. Dann 2 Teelöffel Salz, Pfeffer und Knoblauch nach Geschmack dazugeben. Und alles gut vermischen. Große Blätter halbieren, dicke Stelle in der Mitte abschneiden. Die Füllung in jedes Kohlblatt einwickeln. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und die Galupzi von allen Seiten goldbraun anbraten. Für die Soße restliche Zwiebeln und Karotten mit passierten Tomaten zusammenmischen und kurz anbraten. Die gefüllten Kohlrouladen mit Wasser und Tomatensauce ca. 1-2 Stunden köcheln lassen. Und das war's. Guten Appetit!